Kolter, der Partner für Fenster, Türen und Glas aus Erkrath, präsentiert den Fortuna Talk. Und das am heutigen 34. Spieltag nach der Begegnung unserer Fortuna gegen den FC Erzgebirge Aue. Die Fortuna gewinnt mit 1:0 und meine Gäste sind Jerome Kiesewetter und Axel Bellinghausen. Herzlich willkommen. Ihr dürft applaudieren. Ich glaube, die gute Stimmung aus dem Stadion, die nehmen wir nämlich direkt mit hoch hier in den Platinum Club. Wir wollen ein bisschen Revue passieren lassen. Zum einen das Spiel, zum anderen natürlich die Saison. Aber ich fange erstmal mit Axel Bellinghausen an, der heute erstaunlicherweise für mich nicht gespielt hat. Aber die Erklärung ist relativ einfach. Ja, ist ja auch. Gestern im Abschlusstraining hat mir der Muskel zugemacht. Und wir wollten jetzt, wir haben alles probiert nochmal, aber wollten halt auch kein Risiko eingehen. Weil es hätte, glaube ich, wesentlich blöder ausgesehen, wenn ich heute es probiert hätte und nach 2 Minuten wäre mir das Ding um die Ohren geflogen und wir hätten schon den ersten Wechsel vollziehen müssen und dementsprechend hat da eine ordentliche Absprache stattgefunden und so konnten wir das alles wunderbar lösen und ich meine, Anderson Lukoki hat das mehr als bravourös gelöst. Das muss man wirklich sagen, hat ein fantastisches Spiel gemacht. Jetzt sagt man immer von draußen, ist es natürlich ja noch viel schlimmer, als wenn man auf dem Platz steht. Gut, jetzt war heute, will ich den Tag vor dem Abend loben oder wie war das oder umgekehrt, aber es hätte schon viel schief gehen müssen, wenn wir dann nochmal unten reingerutscht wären. Von daher entspannt die Sache angegangen auf der Bank oder doch mit Puls 180? Nee, heute eigentlich die ganze Zeit entspannt gewesen, muss ich wirklich sagen. Also ich hatte generell das Gefühl, dass wir nach dieser bärenstarken Reaktion, die wir gezeigt haben in Nürnberg, wo meiner Meinung nach eigentlich der Druck wesentlich größer war natürlich, als es im heutigen Spiel der Fall war. Da kann ich wirklich nur die Truppe für loben, weil wer in Nürnberg so Charakter zeigt und das Ding so besteht, da kann ich wirklich nur sagen, also egal was wir in den Wochen zuvor auch manchmal auch zurecht und manchmal weniger zurecht um die Ohren bekommen haben, aber das Nürnberg-Spiel, das war schon so ein Ding, wo ich echt sagen kann, da hat die Truppe das Gesicht gezeigt, wie sie es weite Strecken der Saison gezeigt hat. Und dafür kann man wirklich nur sagen, das war richtig stark. Ja, und ich glaube, wir wollen uns alle nicht die Situation ausmalen. Es wäre heute ein entscheidendes Spiel, also richtig entscheidendes Spiel gewesen. Dann wird es natürlich dann auch wirklich nochmal eng hinten raus. Jerome Kiesewetter war mit dabei in Nürnberg, jetzt heute wieder von Anfang an gespielt. Kommen wir mal zur heutigen Begegnung. Wie hast du insgesamt das Spiel gesehen? Ja, man hat gemerkt, am Anfang war ein bisschen die Nervosität bei beiden Mannschaften drin. Beiden Mannschaften hat natürlich das Unentschieden gereicht, aber wir haben die Ruhe nicht verloren, das Tor in der ersten Halbzeit dann gemacht und konnten dem dann weiter entspannt entgegenlaufen. Dass es keine Absprache oder irgendwas gegeben hat, hat man gesehen. Sowas wird ja immer relativ schnell vorher gesagt. Naja, ein Unentschieden und beide sind durch. Von daher geht das Spiel mit Sicherheit unentschieden aus. Hat die Presse schon herzitiert und so weiter. War für euch aber nie ein Thema. Ne? Wird auch gefährlich, wenn man nicht gewinnt. Ja, natürlich. Also ich glaube, es gibt keine Mannschaft, die auf Unentschieden spielt. Das war im Vorfeld Quatsch, was wir da gelesen haben, auch mit den Quoten und so. Und wir konnten das Gegenteil beweisen. Wir haben heute eine sehr, sehr junge Mannschaft auf dem Rasen gesehen, die sehr, sehr ambitioniert wieder gespielt hat. War das schon so ein bisschen die neue Fortuna? Ja, was heißt die neue Fortuna? Wir haben ja auch andere Spieler, die auch älter sind und die trotzdem sehr wichtig für unsere Mannschaft sind. Nur mit Jungen klappt es ja nicht. Aber ja, wir haben eine gute Leistung gezeigt und bewiesen, dass wir auch zu Hause mal wieder gewinnen können. Wie froh bist du, dass jetzt die Sommerpause startet? Oder würdest du sagen, den Schwung könnte ich jetzt auch mitnehmen, noch ein paar Spieltage machen? Ja, den Schwung könnte man natürlich noch mitnehmen. Jetzt hat man zu Hause gewonnen, jetzt würde man gerne noch ein Spiel haben, aber für den Körper ist auch mal wieder gut, jetzt wieder nach einer langen Saison runterzufahren und dann im Sommer wieder anzugreifen. Axel, du hast es gesagt, in der Vergangenheit gab es natürlich auch berechtigte Kritik und so weiter. Ist es umso wichtiger, dass man mit so einem Sieg jetzt aus der Saison geht, damit man wirklich nochmal was Positives mitnimmt? Ja, definitiv. Also ich glaube, wir haben das anhand der letzten Saison schon gemerkt, dass wir in der letzten Saison allerdings mit 2 blauen Augen nochmal davongekommen sind und haben durch die beiden Erfolge, die wir dann einfahren konnten gegen FSV Frankfurt und Eintracht Braunschweig, da natürlich zum einen eine gewisse Euphorie nochmal transportieren in die Sommerpause hinein. Und was natürlich auch nicht vergessen werden darf, ist, da denke ich auch nicht ganz uneigennützig, ist natürlich der Dauerkartenverkauf. Und Wenn man es schafft, die Leute hier heute zufrieden mit einem Sieg nach Hause gehen zu lassen, um zu zeigen, nicht nur, dass wir auch zu Hause gewinnen können, sondern auch die Art und Weise und auch mit der Truppe, die da heute auf dem Platz stand,
dann macht das ein Geschmäckle auf mehr. Und ja, deswegen hoffe ich, dass viele Leute natürlich dann, die heute da waren, eben auch den Weg wieder zurück in die Arena finden und nicht die obligatorischen 20.000, die wir tatsächlich immer wieder haben, sondern das ist schon unwahrscheinlich wichtig und das ist eine gewisse Euphorie, die man dann eben halt über die Pause dann trägt. Man darf auch eins nicht vergessen, in der diesjährigen Pause gibt es keine WM und EM, die so ein bisschen das Ganze verwässert, sondern die Vorfreude, und die Pause ist nicht allzu lang, die Vorfreude ist natürlich dann eben auch dann da, wieder auf den eigenen Club. Und die Vorfreude, die wollen wir natürlich auch mit dir teilen. Axel, du kommst um die Frage nicht drum herum, auch da wurde einiges geschrieben, dein Vertrag ist erstmal ausgelaufen. Wie geht's weiter? Ja, ich habe auch da alles schon gehört. Also es waren sensationelle Klauseln mit dabei, Optionen und. Also die einen sagten, Glückwunsch, der Vertrag hat sich ja verlängert. Und ich habe gedacht, ach so, ja, das ist ja klasse. Schade, dass ich nichts davon weiß. Nein, es ist so, dass wir die ganze Zeit gesagt haben, wir halten das auf kleiner Flamme, ganz entspannt. Wir werden uns zusammensetzen. Und wenn es dann letzten Endes irgendwann mal was zu vermelden gibt, dann werden wir das auch tun. Aber es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, ich bin die größte Baustelle, die der Verein hat. Also da sind wir ganz entspannt. Jetzt können wir durchatmen, Klassenerhalt, Haken dran. Wir schauen nach vorne, neue Saison, hoffentlich dann mit Axel Bellinghausen, ganz sicher mit Jerome Kiesewetter und wahrscheinlich auch mit mir, gehe ich davon aus. Ich sage erstmal Dankeschön an euch beiden. Ja, du hast es schon gesagt, die Pause ist nicht wirklich lang. Ende Juli geht es dann schon wieder los in der zweiten Fußball-Bundesliga und schauen wir mal, greifen wir einfach wieder von vorne an. Dankeschön, Jerome Kiesewetter und Axel Bellinghausen. Danke euch.